So, na dann, Heidi ho, meine Lieben. Ich bin's wieder, euer G-Man. Bin hier schön mit dem David am Stizzle mein Nizzle und wir zocken schön Dead Island weiter. Jo, wir gucken mal, was wir heute schaffen, was so heute geht. Ich bin auf jeden Fall weiterhin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe richtig Bock. Ich auch. Und ja, starten wir einfach rein und machen weiter, würde ich sagen, ne? Ja. Ohne lang rumzuquatschen. Was ist mal auf die Steuerung wieder klarkommen? Got it. Rescue also E ist treten. Genau. Alpha Dash. Alpha Dash, ne? Genau, und Tools Sachen werfen. Meine Rohrzange bricht gleich ab. Nehmen wir wieder die Hake. Bild zum Abhaken. Ja, wenn irgendwas mit Bild und Toni stimmt, schreibt gerne in die Kommentare. Dann kann ich's in der nächsten Folge besser machen. Oh, ich hab mal wieder einen Tee-Zombie, David. Oh, ich auch, ja. Oder der, hallo Süße. Die sieht aber gar nicht gut im Gesicht aus. Nee, ne? Naja, so ist das halt. Ja. Okay, jetzt müssen wir eigentlich hier wieder rein, ne? Hallo. Ja, wir waren reparieren. Ging das hier nicht an der Werkbank? Upgraden, recyceln? Ach, ja, da einfach nur drauf gedrückt halten. Da steht Enter drücken. Ja, du kannst aber auch mit linker Maustaste gedrückt halten. Okay. Aber die paar Sachen, die ich habe jetzt noch repariert. Ich liebe meinen Schraubenschlüssel. Toller Schraubenschlüssel. Ich liebe schraubige Schlüssel. Schraubige Schlüssel. Die habe ich gern. Ich auch. Ja, Leute, was kann man noch so sagen? Wenn ihr natürlich gerne was anderes mal auschecken wollt, könnt ihr natürlich auch beim Schachschaulin mal reingucken. Und da gerne bei The Witcher 3 zockt, der gerade reinschauen. Oder natürlich bei Sons of the Forest. Da sind wir nämlich auch noch ganz fleißig. Am Zocken nebenbei. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Billo-Kacke zum Teil bei, ey. Ist ja auch erstmal egal. Aber warte mal kurz, ich wollte nochmal raus. Schnell die eine Waffe noch reparieren. Die hier, die habe ich gern. Wie gesagt, außer drei, deine drei besten Waffen kannst du eigentlich alles craften, was nicht lila ist. Okay. Außerhalb von den Waffen, also hier Nahkampfwaffen. Normalen Waffen, da dauert es ein bisschen, glaube ich, bis wir eine lila eine kriegen, aber. Ja. So, muss mal gucken. Die ich noch behalten will. Mit der kämpfe ich ungerne. Mit der kämpfe ich ungerne. Mit der kämpfe ich ungerne. Dann haben wir die und die. Und machen wir die Machete noch weg. Und zwar hier nochmal ins Inventar. Ab in den Rucksack. Das kommt noch da, das kommt noch da, das kommt noch da. Und dann haben wir erstmal genug. So she's going to hang out with the construction workers? Oh yeah, they were renovating one of the big houses up the hill and the crew will hold up inside. Die beste Karte, die ich je gesehen habe. Warum habe ich denn hier die ganze Zeit eigentlich einen Wegpunkt ab da hinten? Ja, wir sollen jetzt zum Hügel. Ich noch irgendwas vergessen? Zum Hügel? Wo läufst du denn hin? Geh nochmal durchs Haus. So. Guck, geht die Bombe kaputt? Oh ja, die geht kaputt. Jetzt wird nicht mehr gekifft. Okay, ich muss aber bei dir raus, wie ich gerade sehe. Natürlich. Wuppdiwupp. Soll ich euch zwei alleine lassen? Oh, das ist gut.
komplett angefangen zu schubsen. Er hat angefangen. Er hat angefangen. So eine Scheiße. Willst du so lange auf ihn eintreten? Kopper. Ui. Kommt noch ein bisschen Blut hier raus. Fehlt ein Arm. Ich hab voll vergessen, ich kann ihn auch flashen. Dankeschön. Voll ins Gesicht geworfen. Boah, jetzt brennt hier gleich alles ab, Alter. Was machst du, David? Leckt bei mir ein Chaos. Bisschen. Chaos und Verwirrung stiften. Oh, das ist dicker. Hä? Wo ist die Batterie jetzt hingeflogen? Ich hab die geworfen in dich rein und weg ist sie. Ach doch! Aua, aua. Säure nichts gut für Mamushka, Hava heilen, ne? Oh. Ja. Yes. Oh, schicke Autos. Immer auf die Bombe! Oh, ich bin fast tot. Oh, oh fuck. Nee, die wieder erneut einstecken. Was Haus unsicher machen oder was, David? Ich weiß nicht, wir können auch weiterlaufen. Ist egal. Hier ist so ein Safe. Na, lass mal hier ein Luxushaus. Oh. Da sind aber auch böse Zombies. Können gut Aua machen. Hier ist auch noch wieder eine Bon. Ist halt LA, jeder hat eine Bon. Burger 66. Mhm. BH. Gods and Whiskey, das ist doch von dem, wie die beiden geredet haben. Da waren die wahrscheinlich hier auf dem Konzert, wo das ausgebrochen ist. Hit him, David! Oh, fertig. Aua. Ich gehe auch mal stark von aus, dass hier das Konzert gewesen sein wird, von dem die beiden gesprochen haben. Hier muss doch bestimmt Blut geben, wenn ihr Rockstars wollt. Alter, hier steht überall Bons rum. Das war halt ein Konzert, ey. Soll man dazu sagen, Leute? Ist aber ist die gleiche. Da hätten sie sich ja ein bisschen mehr Vielfalt geben können, zeigen können. Ich kann schon nicht reden. Ist schon wieder drin. Ah, hier ist noch ein Zombie. Ist aber woanders reingegangen als ich, wie ich sehe. Achso, ja, ich hab die Fenster irgendwo kaputt gemacht. Ach du Kacke, das wird gar nicht gut. Beste Spiegelung ever! Okay, hier geht's aber auf meiner Seite wohl auch nicht weiter. Nö. Ich muss über zu dir kommen. Ich geh von der anderen Seite zu. Oh, was backt denn da rum?
Das Einhorn backt da hinten bei mir rum, der Einhornreifen. Okay. Der shaket voll ab. Macht immer den Kopf hoch und runter. Geh mal ein bisschen dichter ran. Jo. Geile Nummer. Ist ein bisschen hibbelig, dein Einhorn. Müssen wir mal... Oder so hibbelig, ihr kräftet nicht mal. So, wie kommt man denn in die zweite Etage? Hast du einen Weg nach oben gefunden? Bis jetzt nicht, David. Bis jetzt nicht. Oh, schade. Ich wollte ein bisschen Drumset spielen. Die Tür hier ist noch zu. Zum Weg nach oben. Sagen alle von der anderen Seite, aber... Oh geil! Was wäre denn das, wenn man hier Flipper spielen könnte an den Flipper-Automaten? Wäre richtig geil. Das wäre nice, ja. Das ist aber kein Weg nach oben. Hier ist wieder die Bar. Dann muss man wohl irgendwo von außen hochkommen, ja. Aber hier drin halt jetzt wirklich ja nicht gefunden. Ja, da oben sind ja auch noch Zombies. Irgendwie muss man doch da hinkommen. Ich weiß nicht, oder? Nur von der anderen Seite zu öffnen. Mal gucken, irgendwie kommen wir da schon hoch. Irgendwie schaffen wir das schon. Oh, hier drüben ist auch eine Kiste. Müssen wir hier über den Zaun klettern. Bin erstmal an der Outdoor-Bar. Gibt es eigentlich bei den Materialien, die man hat, später auch noch was Besseres als grüne? Also lila Materialien und sowas? Weißt du das, David? Ja, ja. Oh. Warte kurz. Oh ja, die liegen hier schon ein Weilchen. Das ist, wie ich beim Grillen sagen würde, immer das extra knusprige. Liegen lassen. Oh, okay. Dann latschen wir nochmal rum zu David. Dann muss man ja von der Seite aus hochkommen. Ich denke mal, man wird nicht irgendwie hier oben und dann darüber springen können, oder? Ne, das geht nicht. Da kommt man hier aufs Dings drauf. Ne, es geht auch nicht. Warte mal, kann man die Kletterpflanzen hochklettern? Ne, das geht auch nicht. Ja, hallo. Na, komm doch mal runter. Ja, ja. Kommt mal her, meine Freunde. Ja, kann euch ja was schenken. Bitte sehr. Interessiert dich wenig, oder? Irgendwie... Oder das ist erst später eine Mission und wir kommen da hoch. Hm. Ui, die sieht böse aus. Ja, ich wusste. Jedes Mal, wenn ich kein Trinkgeld da habe, kommen die einfach eine halbe Stunde früher. Ja. Hast immer kein Trinkgeld da, wenn sie ihren Job gut machen. Ja. So. Keine Ahnung, David. Also, ich bin jetzt einmal ums Gebäude rum. Ja. Ich weiß nicht, was hier der Trick ist. Guck mal, wenn man hier so durchguckt, da siehst du sogar die Kiste. Ja. Ah! Das Glas geht ja auch kaputt. Naja, aber man kommt nicht durch. Das ist doch wie bei den Türen am Anfang, den Glastüren mit den großen Glaselementen. Wo man eigentlich auch durchkommen müsste oder die Klinke im Hintergrund aufmacht. Oder das hängt halt, wie gesagt, hier erst mit einer Mission zusammen. Ja gut, das kann auch gut möglich sein. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Mission, wa? Jo. Wir kommen hier nochmal vorbei. Jetzt hänge ich hier in der Ecke fest. Ah, shit. Cool. Lauf mal kurz vor, ich komme gleich hinterher. Oh, ich bin vor der Tür und schnetzel erstmal ein bisschen.
Ja, klar. Hey. Ja, haben wir uns gegenseitig gedodged. Ui. Da war nicht mehr viel vom Kopf übrig. Oh. David ist down. Ich flitze. Totenkopf-Ische erstmal, Alter. Don't just stand there. Not done yet. Help me. Alter, wie viele Crits müsste ich in der geben, dass die mal down geht? Oder wir machen den hier. Nein! Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. David! I need help! David! Komm wieder! Nein, jetzt schlachten sie David auch. Scheiße. Einmal nicht aufgepasst. Was sehe ich hier? Ein Tod? Oh, ich hab auf mein Leben nicht geachtet. Halt mehrere Totenkopf-Zombies. Alter, One-Shot. Alter, ja. Mich auch. Alter. Okay. Ich glaube, wir sollten gehen, David. Ich wollte eigentlich da noch an den Eiswagen. Es gibt kein Eis. Wir haben kein Eis mehr für uns, David. Warum haben die kein Eis mehr für uns? Jetzt erst mal außen umgucken, oder? So würde ich sagen. Oh, eine Ballwurfmaschine. Ja, da hinten ist ein Dicker. Oh ja. Da wart mal ein Dicker. Ach mal jetzt ein Bär. Das sind halt wirklich nur Bauarbeiten. Ich bin ein kleiner Brandstifter. Alter, das hat gerade geleckt. Ist gerade voll in ihn reingeflutscht, David. Oh, hier unten sind auch noch welche. Dixie-Klo, kommt man da rein? Yep. Keiner da. Na, hallo. Freu mich schon, wenn ich irgendwann mal eine Schusswaffe habe. Das dauert noch einen Moment. Okay. Geht die Party ab?
Drache kommt wirklich von dort. Oh nein. Ich hänge hier oben in der Ecke fest. Warte, ich befreie dich. Hier, Jesse was deliberately attracting zombies. Unusual. Der fliegende David. Kannst du das Ding unter mir irgendwie wegkloppen? Ja, geht nicht kaputt. Oh nein. Also ich bin auch kurz festgebackt, aber ich bin wieder rausgekommen. Mit Springen und hin und her wriggeln. Ich bin ja auch die ganze Zeit schon. Ja. Okay, hier unten war ich schon. Hier unten war jetzt nichts weiter, David. Also auf jeden Fall nichts, was ich Interessantes gesehen habe in einem Vorgarten und am Pool. Wir müssen ja hier vorne in den... Ja klar, aber ich gucke mir halt meistens gern... Ich meine, jeder spielt anders. Na dann schau dich um und ich beiß mal kurz vor mir. Jojo, mach mal. Wir gucken uns hier erstmal in Ruhe um. Eine andere Waffe nehmen. Stromkeule. Oh, hier jetzt noch hoch. Immer alle Türen auf. Okay. Aber ich denke, dass wir jetzt hier alles haben. Von der Seite kommen wir auch nicht rein, aber ich glaube, ich habe den Weg rein gefunden. Nämlich übers Baugerüst. Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh cool, nochmal die gleiche Waffe, die ich schon habe. Kommt man hier jetzt weiter? Ne, da fällt man durch. Man kann ja leider nicht überall raufklettern, aber das finde ich in dem Spiel auch gar nicht so schlimm. David genießt nämlich gerade seinen Döner. Ich hab mir schön mal von meiner Mutti, die hat letztes Jahr Gulasch eingeweckt gehabt. Immer wenn die alle möglichen Sachen übrig haben, weckt meine Mama das mit ihrem Lebenspartner ein. Und mein altes Kinderzimmer sieht aus wie ein Tante-Emma-Laden. Mit ganz vielen Regalen drin und eingeweckten Zeug und eingekochten Zeug und so. Und da kann ich mich dann immer bedienen wie in so einem kleinen Tante-Emma-Laden-Supermarkt. Immer sehr, sehr leckere Sachen. Und alle, was gut schmeckt, lasse ich mir mal. Also, was das meiste ist, Rezept von Mutti geben. Und dann kann ich das auch machen. So. Ja. So. Ich lebe. Geht's weiter? Ja. Fecker! Traps! Better watch my step. Okay. Deine Schritte auf. Hat man nochmal Taschenlampe? Mit X. X. Pass auf, hier sind überall die Kabel dran. Oh, das war falsch. Okay. Warte. Bleib doch hier. Wir können sie doch reinlocken. Meine Ulti angemacht. Ach so. Muss auch immer dran denken, dass ich meine Wurfsterne zwischendurch immer wieder werfen kann. Hallo? Jesse? Ja, ich wollte eigentlich auch meine Wurfsterne schmeißen, aber dann. Naja. Okay. Now what? Down here. Where is everyone? So mit oben.
Talk about a stairway to heaven. I should kill the power. Ich häng schon wieder fest. Wo bist du denn? Bist du auf der Couch. Oh, sieht lustig aus. Kann ich nicht mal mehr aufstehen. Hä? Ah, schieße ich mal. Jetzt häng ich auch. Jetzt nicht mehr. Wenn ich mich hinhocke konnte, bin ich rausgekommen. Ja, ich hab mich auch schon hingehockt. Ich könnte bloß was Explosives holen und gucken, ob ich dich raussprengen kann. Oder willst du dich jetzt gerade selber töten? Was bleibt mir denn übrig? Hast du noch einen Kanister? Ah, warte, ich guck grad. Wie gesagt, diesmal kann ich nicht mal springen oder sowas. Oh. Mann, das echt, kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal... Ich wollte doch nur mal gucken, ob was hinterm Sofa ist. Ich glaube, ich muss erst was von draußen holen. Ich hab doch hier vorhin einen Benzinkanister gesehen, das geht doch auch. Wo war denn der? Okay, die Flaschen kann man nicht mitnehmen, wie ich gerade sehe. Das kann ich auch nicht mitnehmen. Jetzt hier wirklich alles verballert, was hier rumlag? Na, müsste hier nicht noch einen. Ach, ich regeneriere langsam wieder Leben, das ist doch Müll. Will ich doch gar nicht. Ah, hier. Säure. Geht aber genauso. Kann auch gleich noch einen zweiten holen. Also, der hört sich ganz schön leer an. Gib mich an. Ah, nee. Ich krieg keinen Schaden. Ach, jetzt. Jetzt, okay. Also, jetzt musst du deine Wasserbombe raufwerfen, dann kannst du mich wieder beleben. Meine Wasserbombe? Mhm. Damit die Säure weggeht. Meinst du, was ich noch auf Kuh hab, oder was? Mhm. Achso, ich bin auch. Wie wechsle ich das denn? Mit C. Nee, C ist bei mir hinhocken, Diggi. C wie Theodor. Ach, alles gut. Ich kann dich hier so holen. Super. Oh, da hinten liegt ein Dicker. Okay, der ist wohl tot. Die Schuriken, die jetzt in der Wand stecken. Oh, hier sind zwei. Medic nehme ich doch gerne. So, Strom habe ich angemacht, David. Jetzt müssen wir, glaube ich, den Kabel hinterherlaufen. Bestimmt nach oben war. Ja. Nee, ich glaube, den Schrott. Da hätten wir die Batterie rausnehmen müssen. Ach so, die war schon draußen, deswegen. Ach so, ja, ne, ich hab das noch die Zombies geworfen. Ach so. Ich hab mich gerade gewundert, was du Guter Ohrschaden, du. Oh, da war eine Falle. Okay, ja, ich hab's bekommen. Ah, die Batterie. Oh, aua. Help! Anyone! This beat really pulling the crowds.
Bevor ich helfe, gucke ich mir erstmal um. Sorg für Ruhe. Die Boxen kaputt schlagen. Ich habe einfach mal drauf gehauen. War das ein Explosionszombie oder war das so ein Feuerwerk? Feuerwerk! Hey Jesse! Sure glad you showed up. Wir haben auch ganz am Anfang in der ersten Villa haben wir einen Bauplan vergessen. Das ist mir mal aufgefallen, also Modplan. Hättest du nachgeguckt in der Folge und dabei. Nee, weil ich bei jemand anders mal reingeguckt habe auf YouTube. Und der hat den gefunden gehabt. Weil in eben ihr Gebäudeteil irgendwie ganz weit links war ich nicht so drin gewesen und deswegen hatte ich das nicht gefunden. Es lag recht offen rum. Da war ja auch noch ein bisschen was abgeschlossen oder so. Hm. Mach erstmal alle Billo-Waffen wieder weg. Oh, nicht lecken. Irgendwas groß kaputt. Kann man ja mal reparieren. I'm Jesse. Danny, I'm a friend of Michael's. Oh, he never mentioned you. Met at the McZombers Cotillion. That's the Connecticut McZombers, of course. You bonded over not being dead? It's my favorite quality in a person. Know where he is? On his way to Monarch Studios. The movie loss? Why? He had to get something important. So I made a lot of noise to distract all the zombies, and Michael snuck through the gate to the studio access road. My plan was to hang out with the construction guys till the zombies got bored and left. The construction guys who are all zombies? Well, obviously I didn't know about that. They were fine yesterday. Things change quick around here. Listen, I was sent by your ma. She's worried about you. Oh, they regained consciousness, did they? You know, she was perfectly sensible before she met Ricky. Now it's like trying to keep a couple of wasted teenagers alive. Well, lucky they've got Mother Jessie to look after them, eh? Hmm. I just hope Michael comes back. I miss having someone intelligent to talk to. I'll walk you back to your door if you like, darling. I'm pretty sneaky when Michael's not galumphing along next to me. You can get going. Fair play to you. Good luck. Ich hätte es jetzt auch hier gelassen. Na, was los? Ich will mit dem Baustellentypen abhängen. Sagt, dass wir ja, jetzt von mir auf einmal her. Die spawnen immer wieder nach. Halt dir die viel. Na gut, dann Monarch Attacke. Studios. Why, Michael? Da oben ist noch eine Kiste, guck mal, da kommt man gleich aber vielleicht ran. Ja, ja, kommt man auch, hab ich schon. Muss von der anderen Seite, David. Oder so? Parkour. Sieht doch total nach Parkour aus, so wie du hier wie so ein Frosch rumhüpst. Ja, und dann hänge ich wieder in der Ecke fest. Ja. Y'all looking for Michael too? Oh, Säure. Bei dir ist ein Säurefall auf der Jungen, ja.
Oh, hello. Pass card. Okay. Yeah, Rohrbombe. Sei bloß vorsichtig mit der. Wie wechsle ich das nochmal mit Q? Also I ist? T, wie Theodor. Alles klar. Stupid autograph. Ansonsten ist es halt im Inventar, da kannst du dann auswählen, was du von den beiden Sachen verwenden willst. Bei Wurfgeschoss. Ich eigentlich mittlerweile neuer. Mann, ich wollte doch zuhauen. Entschuldigung. Boah. Kam der auf einmal angespielt. Wieder genepanscht. Wo ist der mit Feuer? Wo ist der mit Feuer? Danke. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh, oh. Oh, fuck, der Ben ja mal mehr. Alter, wie oft soll ich mich denn heilen? Oh, ich habe endlich Glocken gelernt. Nice. Ja, klar. Dass die auch ausweichen können, die kleinen miesen Drecksschweine, die. Ist der immer noch nicht tot? Oh, pass auf der Decke. Ey, beschwören, das wird nicht gehen. Oh nein, ich liege. Help! Time for another shift, you layabout. Oh, die schnellen Waffen machen sich schon praktisch, wa? Naja, je nachdem, was für Aufsätze die drauf haben. Okay.
Ja, schön. Ja, meine, die ich jetzt habe, also diese Rasierschlagringe, sag ich mal. Ja. Die machen mehr Schaden oder Crit nur, wenn du irgendwie 10 Angriffe hintereinander getroffen hast. Hm. Wenn die ganze Zeit aber von so einem fetten unterbrochen wirst oder von irgendeinem anderen Viech, was dich hittet, dann kriegst du halt deine Crits nicht. Ist ja blöd. Ich hätte gedacht, das stackt sich einmal bis 10 oder so und dann, egal wen du anschlägst, solange wie du weiterschlägst, machst du halt Crits. Ja, das schon. Aber wenn du unterbrochen wirst und halt eine Sekunde Pause ist, wo bist du hin? Ich bin weitergegangen. Okay. Ja, jetzt so. Nee, ich war vor dir im Spiel. Achso, ja, na, ich vergesse manchmal F zu drücken. Das lädt ja echt sehr schnell. Tada! Du läufst noch. Monarch Studios. Did not expect to end up here, Michael. Such mal den Eingang, bin gleich wieder da. Can't get in this way. Dann müssen wir 100 pro da lang. Dann gehe ich erstmal in die andere Richtung. Gefällt mir hinten gar nicht. Ah, hier Did guckt man auch rein. Sneak in this way, Michael? Okay. Ist wohl erstmal nichts weit her. Wenn man da reinkommt, wie kommt man dann da drüben? Na, schauen wir mal. Pretty B. So, hast du gefunden? Ja. Schöne Dusche. Sollen wir duschen hier, bevor wir weitergehen? Wurde kein Zwang an. Du duschen gehen kannst. Oh, hier hinten ist eine. Keine Waffentruhe. Keine Waffentruhe? So, kommt die hier hin? Vielleicht die Waffen da kommen? Hm. Oh, daneben. Pieks. Make-up dressing the rise of the god spider. Hast du dich schon mal selber in die Luft gejagt oder was? Ich habe gar nicht gesehen, was explodiert ist. Da lag irgendwas Explosives hinter, würde ich sagen. Ach, so eine Gasflasche, ja. Oh, hier ist ein Werkbank. Das kann ich auch noch reparieren. Hm.
Na, klopf, klopf. Ui, voll in den Bauch gepiekst. Jetzt packt sie hier. Guck mal. Ja, stimmt. Oh, hier ist was zum Aufnehmen. Sofort. Lecker Proteinpulver. Protein. Das ist ja geil. Hier ist noch eine Tür. Nach neben dir. Oh. Hab ich gesehen. Keys. Cool. Hier sind Schlüssel. Ui. Hat wohl hat Kotzen gekriegt. Sieht gut aus, ne? Ein Mördstand. Ja, Space Fox würde ich mir auch angucken. Ja, klar. Natürlich. Steht da wieder aus, oder was? Das ist einfach die Scheiße, dass Zombie keine Schmerzen spürt. Die denken so, ach, du piekst mit halbem Gesicht weg. Hm. Was soll es? Ich auch schon überlegt, weil irgendwie. Man sieht es halt schlechter. Ja, aber da hinten ist eine. Da ist, doch, da hinten ist eine Tür, das sieht man. Gut, wenn du hier so leicht durchguckst. Oh, dann müssen wir wohl rein, würde ich sagen. Ja. Gucken wir mal nach drinnen. Klopf, klopf. Holy Jesus. Oh, der Thron. Mensch. Okay, hier kommt man hoch. Oh. Ich hab auch einen Ton, Mensch. Geben wir den Ton an. Ich hab eine Battery. Ach, hier musst du lang. Die Batterie noch? Ich hatte sie hier gerade in der Hand. Und wollte hier. Oh, nee, die ist hier durchgefallen. Kannst du ja bloß von der anderen Seite versuchen, oder? Ne?
Also, habe ich die Batterie jetzt verschisselt. Wir müssen da ja irgendwie noch hin. Meine Absicht. Ich wusste ja nicht, wenn man klettert, dass sie die aus der Hand packt. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. So, kann nur Lux, weil ohne die Dings kommen wir hier nicht weiter. An die Batterie. Ich weiß nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass die Tore alle aufgehen, wenn wir die Batterie in den Schacht packen, aber dadurch, dass wir da nicht mehr ankommen, bleibt eigentlich nur neu starten. Nö. Und anders kommen wir ja nicht weiter. Problem. Draußen lag nicht zufällig noch eine rum, oder? Naja, beziehungsweise wir könnten probieren, erstmal kurz rauszulaufen. I'll head through this soundstage. Try and pick up Michael's trail. Hier liegt noch eine Waffe eventuell für dich. Doors barricaded from the outside. Someone was getting chased. Maybe even our little chancer. Normale Autobatterie geht ja da auch ja nicht. Das sind so andere Batterien, ne? Ja, das ist eine Sicherung. Ja, dann müssen wir einmal Schnellreise machen. Also einmal wieder raus, einmal wieder rein. Dann müssen wir wieder zurücklaufen, oder? Kann doch möglich sein. Das ist ja gleich hier vorne. Hier kommen wir durch den Zaun. Fang den. So weit wirft sie ja doch gar nicht. Ja. Dann gehen wir halt nochmal raus und wieder rein. Frechdachs. F. Wo bist du denn? Fahrzeug wurde auch öffnen. Alter, hinter mir ist gerade der ganze Laster explodiert. Na dann schnell wieder weg hier. Obwohl, ich hab doch gar nichts gemacht. So. Stimmt irgendeine Sicherung wieder in der Hand.
Holy Jesus. Now that's the second door. So, ich habe die Sicherung. Bist du bereit? Ich kämpfe noch. Alter, braucht das ewig. Kannst du ja hier schon mal diese drei Knöpfe angucken. Mhm. Stage effects. Could be fun. Woher weiß ich denn, welcher welchen Effekt macht? Haben die nicht Namen? Ach doch, Regeneffekt. Schalter für die Lichtanlage. Und Tempeltüreffekt. Okay. Na, dann. Ugh, damn door is blocked. Should be a way through the soundstage. Maybe I can pick up Mikey's trail on the other side. Ach komm, nee, du musst erst die Tempeltür machen. Awesome. Or not. Ah, okay. Hätte ich vielleicht noch ein Stückchen warten sollen. Jetzt kommen sie ja erst alle. Boah, was denn jetzt passiert? Wo bist du dann? Die Kamera dreht sich voll heftig gerade. Alter. Sehr schön. Achso. So, Mittagspause ist später, Junge. Kiste hier hinten noch. Ach ne. Geht nicht mehr. Ah, hier hinten ist aber noch gerade. Jetzt ist das Tor aufgegangen, ich wollte das sagen. Ui, Katana! Letzte Stufe ist ja orange, oder? Das seltenste in dem Spiel. Also aktuell ist lila bei mir das höchste. Ich habe schon orangene Sachen gesehen. Bei anderen. Auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich orange. Hier ist eine Werkbank. So, doch, ich kann mir immer noch Nägel herstellen. Nagelze, sagst du? Achso, ich hab genug Nägel. Die ich so wegnägeln kann. Wegnägeln? Bin's hier hinten sind alle noch. War. Erstmal. So. Jetzt will ich meinen Katana haben. Gib mir das Katana. Ach, scheiße, ich hab's mir gar nicht ins Slot gelegt, wa? So. Oh yeah. I'd watch this movie. Ja, das ist noch ein Ding.
Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich es gerade getuned und finde ein blaues Katana. Ist egal, das blaue heben wir auf. Wir benutzen jetzt erstmal das. Kann ich ja nachher noch mit anderen Mods ausrüsten. Achso, ja, blocken könnte ich mir auch einstellen, ne? Ah, ist egal. Jetzt pummel ich mir denn mal alles zurecht, Leute. Na, hallöchen, ihr Lieben. Geh zurück, zurück, zurück. Ich will nicht sterben. Uiuiuiui. Katana macht Spaß. Schön schnell und schön netzlich. Oder Sackgasse, oder? Nee. Ein Baum mit Dreiecken. Das ist dann ein Dreiecksbaum? Hahaha. Hier ist noch eine Kiste. Kiste. Warum liegen hier Kannibalen? Wir sind gar nicht in Sons of the Forest. Na, das waren bestimmt hier die Filmschauspieler, die geschminkt waren. I'm a Mayan warrior princess. Das ist ganz schick. Überall kleine Gänge. Oh. Und safe. Ups. Waffen gedrückt. Ich merke schon, hier hinten ist noch ein Safe, David. Ein Mini-Safe. Da am Boden. Dafür sehen die aber nicht besonders. Alter, zombie-mäßig aus. Wo kommen die denn alle her? Sind eigentlich die Spritzen, die man sich zum Heilen gibt, das sind doch gleichzeitig die Medikits, oder? Hm. Denk mal, wir müssen hier hoch, oder? Nee. War schon richtig. Du musst an. Mit Half-Life. Musst die Kartons kaputt machen? Du sagst, ich muss an Half-Life denken. Ja. Holzkisten gehen kaputt. Ist nicht in jedem Spiel so. Noch mal in die letzte Ecke gucken. Aber hier ist nichts weiter. Die Tür geht nicht auf. Bei mir ist noch was. Die Tür geht auch nicht auf. Ich greenscreen. So wie hinter mir. Bloß wesentlich größer. Mal hier so eine Rolle mitnehmen. Oder zwei oder drei.
Kiste. Taktisches Schwert. Kommen wir hier oben auf die Träger noch drauf? Nee, ne? Von irgendwo? Nee. Leuchtet immer noch die Tür. Na egal. Jimmy! Danke, Jimmy! Oh, mein Inventar ist voll. Recycle mal rein. Schön alles einsammeln. Damit schon offen, alles klar. Someone got chased out of the soundstage, barricaded the door and must have run down that alley. Michael, maybe? So wieder oben. Footprints. How kind. Weiter of mit Alter. Weiter mit Alter. Weiter mit Alter. Haha. Fängst du schon wieder so an, David? Ich dachte, du fängst die Batterie. Achso, wir wollten wieder Batterie hin und her werfen spielen. Ja, genau. Which way now? He wouldn't go where the zombies are. Oh, da hinten und da hinten. Oh, jetzt weiß ich, wo wir die Batterie für gebraucht haben. Naja, egal. Oh, ich bin noch zu früh gesprungen. More footprints. Maybe he didn't like the color last time. Sollen wir die Batterie jetzt von da hinten nochmal holen gehen oder finden wir hier nochmal eine? Nee, die Batterie war nur nicht. Bei den Klopper-Zombies musst du immer auf die Arme schießen, ja, David? Hm. Haben die keine Arme mehr, machen sie kein Damage mehr. Dann ist vorbei mit Darmarsch, Darmarsch. Die armen Typen. Oh, hier sind noch Energies. Ich Proteinriegel. Will mehr Energy. Michael! Die Anlage ist ja zum Glück gar nicht groß. Oh, da ist noch ein Fetter. Ups. Weiterschmeißen müssen. Ja.
eigentlich müsste doch, wenn der das rot anzeigt, ich auch treffen, oder? Nee, manchmal bist du auch zu nah dran. Dann liegst du dort vorbei. Je nachdem, manchmal macht er ja so einen Dash nach vorne. Also rot heißt auf jeden Fall nicht automatisch, dass er dann hittet. Nee. Oder? Na! Ja, wie du hust. Hop, Mikey! God damn it! Hop for your life! Mann, nimm es mit. Hier ist nicht viel drin. Oh, ist dann bestimmt ein schöner Dodge drunter oder so. Unter der Plane. Siehst du doch schon an der Form. Man kann die Form abmachen. Tot. Hey, need some help over here. Kannst du mir helfen? Weißt du, ich finde dich eigentlich süß, wie du da mit deiner Batterie kuschelst. Ich sag dir ja immer, David, du darfst dich an der Batterie lecken, aber du hörst ja nicht. Ja, aber die schmecken so gut. Little help. Sieht aus, als wenn sie ein Stück für Star Wars oder so geklaut haben. Eine Wand aus irgendeinem Raumschiff. More of it. I don't think I'm following Michael alone. Something icky's after him too. Ist man auf Klo? Nee, aber Security kommt trotzdem schon. Der Officer wollte nur gucken, ob die Toilette frei ist. Sauber. Oder ist voll bis oben zum Rand.